die Elefanten ist das Kinderstück hier am Luzerner Theater und es erzählt die Geschichte von August, einem Träumer und einem gescheiterten Zirkusdirektor, der gerne einen Riesenhasen zaubern würde. Ihm gelingt das nicht. Mein schönster Traum. Es geht um dich. Da innen bist du. Schau. Gross. Gross und weiss. Riesengross. Ein Riesenhase. Aus diesem Grund flüchtet er sich in einen Traum und dort, welch Wunder, geschieht ihm das Herbeizaubern eines Riesenhasens und die beiden gehen auf Abenteuerreise. Dieses Rüblin war für einen Riesenhasen ziemlich klein. Komm, es ist ein Rüblin und sind mit! 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt alle! 1, 2, 3. Kinder auf der Bühne, das ist Herausforderung, aber auch Glück. Alle unsere Schauspielerinnen und Schauspieler sind natürlich voller Freude auf diese Kinder, weil die geben auch eine Kraft rein. Und nun begrüßen wir unseren großartigen Künstler aus aller Welt! Ich denke, für die Identifikation, für das junge Publikum, ist es natürlich ein Geschenk, wenn man die Gleichaltrigen auf der Bühne sieht. Der Monstersturm! Der Monstersturm! Du rufst Mayday! 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 Sehr gut! Wir haben mit Alex Porter natürlich einer der besten Magier auf der Bühne. Es sind ganz viele kleine poetische Zaubereien, die er zwischendurch zeigt, auch um diese Traumwelt real werden zu lassen.